absolut keine Idee, was das sein könnte, aber. Brauche ja noch Stuff, so oder so. Und ein bisschen Glück finde ich in der kurzen Zeit jetzt, das meine ich, in der kurzen Zeit jetzt irgendwo Gießkannen oder so eine Scheiße. Komm, nehmen wir hier nochmal Dachpappen. Zack, sind zwar arschteuer. Aber ich weiß, dass man die nicht so oft sieht im Laden. Und was man hat, das hat man. So, und damit dürfte ich ja jetzt hier das erledigt haben. Ja, jetzt bin ich zwar wieder so gut wie pleite, aber ich bin mir sicher, das kriege ich irgendwie wieder zusammen. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest hart. Gut, nun aber zurück zu meinem teuflischen Plan. Genau, hier brauche ich. Hey, wie lange ist der denn damit beschäftigt? 37 Minuten. Da wäre es ja eigentlich schlauer. Jetzt machen wir erstmal Wachs. Zack. Viermal. Ich brauche nur dreimal. So, mit Wachs ist der jetzt erstmal eine Stunde beschäftigt. Oh Gott. Wie ist das mit dem Kuchen? Ja, Mehl ist in Produktion, ich brauche aber noch Afghani. Afghani steht da schon. Okay. Und Skunk haben wir auch. Was braucht ich denn? Ich brauche hier Skunk und Chemdog. Ja, davon bin ich ja noch Meilen entfernt. Schon ein bisschen abgekühlt. Ein bisschen Mehl. Und das brauchte ich, glaube ich, alles für Kuchen, ne? Na, okay, jetzt fehlt noch. Aber das kann ich ja abschnippeln. Brutz. Und jetzt Kuchen. Yay. Also. Die Muffins sind in Arbeit, die Donuts sind in Arbeit, der Kuchen ist in Arbeit. Mit den Keksen habe ich noch nicht angefangen. Ist auch kein Platz mehr. Aber was brauche ich für Kekse? Butter und Skunk. Okay, das habe ich relativ schnell bei, also relativ schnell beisammen. Mein Kopf, ey, was ist denn los heute? Boah. Gut, Skunk und Chemdog. Wo ist denn das Skunk? Haze. Chemdog ist gleich soweit, aber ich habe, glaube ich, auch gar nicht genug. Ach doch. Ich habe hier wieder Platz. Hä, ich hatte das doch gerade schon so gut wie voll. Oder? Keine Ahnung, I don't care. Achso, ich habe ein paar große Bestellungen abgegeben, hier mit über 20 und sowas. Ja, gut, das erklärt es wahrscheinlich. That could be the answer to my strange question. So, schnipp. Oh, schnipp. Und jetzt kann ich das hier abgeben. Zack. Der will jetzt Kiew. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Dafür brauche ich das. Und dafür brauche ich das. Das und das. Gut, dann pflanzen wir direkt noch eine neue Northern Lights hinterher, weil ich ja jetzt nur weiß, dass ich die brauche. Für so.
die ein oder andere Aufgabe, das ein oder andere Aufgäbchen. Dachpappe. Hab ich jetzt 7 Stück von. Krass, also auch gar nicht so viel, wie ich ursprünglich dachte. Ah, hör auf. Ah. Ich brauche auf jeden Fall Monetas. Ich habe schon mal überlegt, ob ich für den Spielstand hier einfach, also auch wenn ich nicht aufnehme, täglich reingehe, mehrmals, um einfach nur das Geld von dem von den Häusern und von den Wohnwagen einzukassieren, sodass ich dann, wenn ich die nächste Aufnahme mache, ein bisschen Geld zur Verfügung habe. Aber ich befürchte auch beinahe, dass dann der ein oder andere Tag kommt, an dem ich dann mal auf irgendwas klicke oder irgendwas mache oder so. Und dann ist es nicht mehr nachvollziehbar, wo ich war. Oh. Denn auf meinem Handyspielstand mache ich das teilweise so, dass ich nichts mache. Dass ich einfach nur online gehe, das Geld hole, an einem Rad drehe einmal am Tag und dann ist es gut. Da ich, glaube ich, auch die längste Zeit, die ich geschafft habe, vom Drehen, also von diesem Rad oben, waren, glaube ich, irgendwie 40 Tage oder sowas. Irgendwie so in dem Dreh. Und dann habe ich es entweder verkackt oder es fängt wieder von vorne an irgendwo da. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, da habe ich über 500 Dünger und Diamanten, mehrere hundert und vielleicht wäre das mal eine Idee für den Kanal hier, also für den Spielstand, aber erstmal nicht, denke ich. Aber ihr könntet mir ja mal eure Ideen dazu, eure Meinung dazu in die Kommentare reinhacken. Reinkloppen. Ob ihr findet, ich soll ab und zu mal... Huch, die Kamera ist aus. Ob ihr findet, ich sollte ab und zu mal das Spiel einfach starten, ohne großartig zu spielen, nur Geld einsammeln und dann wieder rausgehen, damit für die nächste Aufnahme immer Geld da ist. Schreibt das mal in die Kommentare. Bin ich erstmal gespannt, ob das überhaupt jemand tut. So, die Northern Lights, habe ich gesagt, brauche ich für Kiew, ne? Na, ich brauche 2x Kiew. Die dauern 8 Minuten. Das mache ich doch gerne, Mensch. Ah, genau, und Hindukusch und Northern Lights. Also pflanzen wir direkt nochmal eine Hindukusch nach. Und nochmal eine Northern Lights. Dasselbe machen wir hier nochmal. Weil ich brauche ja jetzt jede Menge Öl. Also CBD-Öl. Ich weiß zwar nicht, wie Sorten, die sonst im Kopf knallen, plötzlich, wenn man sie verarbeitet, zu CBD-Öl werden sollen, aber... Vielleicht kann man ja das THC von dem CBD trennen. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ach so, genau. Ich brauche das 3x. Das sind also von der Produktionszeit her schon so um die 30 Minuten. Okay. Habe ich gerade eine Haze zum Abschneiden da? Nein, habe ich nicht. Ja, dann. Aber bald. Bald!